Als nächstes würde ich Lila vorne bitten. Und Lee wird uns gleich was erzählen zu TERFs in Deutschland, Verschwörungserzählungen, Hass und Gewalt im Radikalfeminismus. Hallo Lee, das Mikro ist deins. Und ganz tollen Dank auch. Also heute sind nicht die besten Wetterbedingungen. Ich habe mir eigentlich Sonne gewünscht, aber immerhin haben wir keinen Regen bekommen. Wie schaut's aus? Haben alle Fotos gemacht? Die Technik zur Verfügung gestellt haben und die aber auch hierher gebracht haben und auch angeschlossen haben. Ganz lieben Dank an euch alle. Und nochmal zwei Worte. Wir haben Redebeiträge, die in die deutsche Gebärdensprache gedolmetscht werden. Alle Masken aufsetzen. Masken auf. Ich nehme mal das Mikro mit und ich gucke mir das dann mal so ein bisschen an. Ja, stimmt. Das sieht total klasse. Test, Test. Ihr seht total toll. Hallo? Ja, ich glaube, ich bin immer zu weit weg. Ich glaube, das funktioniert schon so ganz gut. Ihr seid so viele, dass die FotografInnen hier echt Schwierigkeiten haben, euch auf ein Bild zu kriegen. Hier wird gerade schon so ein Video gemacht, so ein bisschen panoramamäßig. Dann ist es richtig toll. Ich kann mal sagen, was ich alles sehe. Ich sehe ein Schild, da steht drauf Protect Trans Kids. Ich sehe ein Schild, da steht drauf We are here, we are queer, we won't disappear. Richtig nice Schild auch. Wir bestimmen über uns. Trans women are women. Selbstbestimmung auch für nicht-binäre Menschen. Selbstbestimmungsgesetz jetzt. Transrechte sind Menschenrechte. Trans rights are human rights. Include trans sex workers' rights and feminist fights. Ich kann nicht so gut lesen. Ich muss zum Optiker, also eine Optikerin dieses Jahr mal gehen. Meine Brille ist schon seit einem Jahr nicht mehr so ganz aktuell, glaube ich. Das ist Corona-Fall. Vielleicht kriegt man Feedback von den Leuten, die Fotos machen. Stehen die Leute gut?